Ja, und dieses Thema wollen wir jetzt vertiefen mit meinem Kollegen Klaus-Rainer Jackisch in der Frankfurter Börse. Klaus-Rainer, welche Zinserhöhungen werden denn genau erwartet? Ja, es wird erwartet, dass heute in der Tat die Europäische Zentralbank alle Leitzinssätze noch einmal um 0,5 Prozentpunkte nach oben setzt. Es gibt ja insgesamt drei Leitzinssätze, die eben besonders wichtig sind. Der wichtigste ist der sogenannte Hauptrefinanzierungssatz. Das ist sozusagen der Leitzins oder der Zinssatz, den Banken bezahlen müssen, wenn sie sich bei der Europäischen Zentralbank Geld leihen. Und dieser Leitzinssatz ist deshalb wichtig, weil er sozusagen die Orientierungshilfe ist, auch für uns Verbraucherinnen und Verbraucher. Denn wenn wir der Bank Geld leihen in Form von Tagesgeld oder von Sparguthaben, sollen wir ja eigentlich auch Zinsen bekommen. Und dieser Zinssatz orientiert sich in der Regel an diesem Hauptleitzinssatz. Im Moment, wir haben es gerade schon im Film gesehen, ist das noch nicht so, weil viele Banken diesen gesamten Zinssatz noch nicht weitergeben. Aber generell ist es eine Orientierungshilfe, dass wenn dieser steigt, dass eben dann eben auch die Guthabenzinsen steigen. Dann gibt es den sogenannten Spitzenrefinanzierungssatz. Das ist der Zinssatz, den Banken zahlen müssen, wenn sie kurzfristig über Nacht Geld bei der EZB leihen. Der ist etwas höher, bei 2,75 Prozent liegt der im Moment. Und dann gibt es als drittes noch den sogenannten Einlagesatz. Der ist insofern wichtig, weil manche Banken ja auch Geld bei der Europäischen Zentralbank über Nacht parken. Dann bekommen sie Geld, müssen also keinen zahlen. Dieser Zinssatz liegt derzeit bei 2 Prozent und der war im Zuge der Krise ja häufig in den Schlagzeilen, weil er zeitweise in der Minuszone war und dann in Form von Strafzinsen an uns Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben wurde. Aber wie gesagt, diese Zeiten, die sind vorbei. Der Leitzins in diesem Bereich liegt jetzt bei 2%. Und dementsprechend sind dem auch diese Strafzinsen eben von gestern, die Banken erheben sie heute nicht mehr. Aber wie gesagt, der wichtigste Satz ist dieser Hauptrefinanzierungssatz und der dürfte eben heute auf 3% steigen. Und das sind gute Zeiten für alle die, die eben eher konservativ anlegen und das in Form von Tagesgeld oder Sparguthaben machen. In der Vergangenheit hat die EZB ja immer wieder den Leitzins erhöht, um der Inflation entgegenzuwirken. Wie erfolgreich war sie denn damit bisher? Also so richtig erfolgreich ist die EZB nicht, muss man sagen. Zwar ist die Inflation in der Tat in den letzten Monaten wieder zurückgegangen. Sie hatte ja einen Rekordwert in der Europäischen Währungsunion im Oktober erreicht von 10,6 Prozent. Aktuell liegt der Wert bei 8,5 Prozent. Aber auch diese 8,5 Prozent Inflationsrate ist mehr als viermal so hoch, wie sie eigentlich sein sollte. Sie soll nämlich eigentlich nur bei 2 Prozent liegen. Und das zeigt, dass da doch noch einiges zu tun ist für die Währungshüter und dass deutet darauf hin, dass die Zinsen eben tendenziell weiter steigen werden. Auch unter einer anderen Perspektive muss man sagen, ist die EZB nicht so ganz so erfolgreich. Es gibt ja Bereiche, in denen die Geldpolitik und die Zinserhöhungen keine Auswirkungen haben. Zum Beispiel bei der Energie oder auch bei den Lebensmittelpreisen. Da kann man die Zinsen so stark anziehen, wie man will. Das wird keine großen Auswirkungen auf die Preisentwicklung haben. Aber wenn man diese Bereiche rausrechnet, hat man die sogenannte Kerninflation. Die liegt derzeit bei 5,2 Prozent. Und in diesem Bereich kann man mit Geldpolitik schon eine ganze Menge machen, aber auch 5,2 Prozent ist mehr als doppelt so viel, wie eigentlich eben erreicht werden soll. Und das zeigt, dass hier doch noch sehr viel Spielraum ist. Und ist da mit einem baldigen Ende der Zinserhöhungen zu rechnen? Nein, erstmal nicht. Also heute, wie gesagt, dieser Zinssatz, der ist im Grunde angekündigt, dieser Zinssprung nach oben von 0,5 Prozentpunkten. Dann wird er vermutlich im März noch einmal um 0,5 Prozentpunkte nach oben gehen. Dann allerdings wird damit gerechnet, dass ab dem Sommer, wenn die Inflation vermutlich weiter sinkt, die Zinsschritte nicht mehr ganz so hoch sind. Aber die meisten Beobachter gehen davon aus, dass wir im Sommer einen Zinssatz von 4 Prozent haben beim Hauptleitzinssatz. Und das bedeutet eben, dass der Zinszyklus noch nicht zu Ende ist. Danke für diese Einschätzung, Klaus-Rainer Jackisch nach Frankfurt.